passieren, ist vom Zauberer von Oz. Und was kann der? Er wohnt in der Smaragdstadt. Guck mal, wie das glitzert. Und eine gelbe Backsteinstraße führt zu seinem Schloss. Was kann der Zauberer denn? Hier steht, er kann dir zeigen, wie du lernen kannst, an dich zu glauben. Und drei Freunde machen sich auf den Weg zu ihm. So wie wir. Und wie kommen wir zu ihm? Hier steht, das Licht wurde plötzlich anders. So wie jetzt. Und laute Geräusche konnte man hören. So. Mathilde, was gefällt dir denn an dem Musical ganz besonders? Mir gefällt es, dass ich hier lerne, langsamer zu sprechen oder es versuche zu lernen und dass man hier einfach Spaß hat und dass man einfach, also dass man nicht nur Theater spielt oder nicht nur singt oder nicht nur tanzt, sondern alles in einem. Das gefällt mir besonders an dem Musical. Begonia, du hast schon ein Probenwochenende für das Musical mitgemacht. Was hat dir denn daran besonders Spaß gemacht? Also, ich bin ja schon das zweite Mal dabei und es macht besonders viel Spaß, wenn man die ganzen Szenen durchgeht und dann am Ende auch was für die Eltern vorführen kann. Schön in die Höhe. Johannes, du machst jetzt schon beim zweiten Mal beim Musical mit. Gibt es irgendwas, was du schon gelernt hast, also was beim ersten Mal vielleicht nicht so gut geklappt hat und beim zweiten Mal so jetzt schon richtig gut klappt? Ja, die Aussprache, die habe ich früher nicht gekonnt mit dem T und es war nicht deutlich. Mhm. Es war eigentlich alles nur genuschelt. Okay, und das klappt jetzt super. Ja. Ich mag das auch, dass ich nicht zu wenig Text habe und nicht zu viel. Und meine Schwester ist ja auch schon zum zweiten Mal dabei. Mhm. Und die hat mir auch manchmal auch ein bisschen davon erzählt. Und mir gefällt es ihr eigentlich. Gut, danke schön. Seid ihr ja herzkrank?
wenn ihr herzkrank seid, dann könnt ihr euch freuen, denn das ist der Beweis, dass ihr ein Herz habt. Wir hingegen haben keins. Habt ihr denn Verstand? Keine Ahnung, ich glaube schon, wir haben noch nie nachgesehen.